By the way, das ist das erste Ding, Nebenquest, das She-Ra, glaube ich, überhaupt gemacht hat. Und Fun Fact Nummer 2 ist, dass ich She-Ras Hilfe gebraucht habe beim ersten Mal. Ich meine, sie hat das so oft gemacht, sie wusste einfach, wo alle Hühner sind. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Achso, nein, doch nicht, da ist eine Treppe. Das glaube ich, hättest du eh mir direkt gesagt, oder? Nee. Nein, 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 mach das bloß nicht, sonst müssen wir wieder einen Huhn opfern. So. Hier oben, hier haben wir nur drei. Habe ich recht? Einen müsste. Nein, ich meine hier, wenn wir jetzt alle reinschmeißen, sind das eh nur drei hier. Ja. Und da hinten ist nichts. Wir müssen immer schauen, weil die Goldskulptur das wirklich überall sein könnten, verschwindet. So, jetzt schmeiße ich die mal schon rein. Nummer 1. Dann die Nummer 2. 2. 2. Oh Gott. So. That's the number 3. Jetzt die Nummer 4. Es sind 8, oder? Entweder 8 oder 7. Nein! Hansi! Hansi ist aber hyperaktiv gewesen. Und jetzt gehen wir zur Henne. So, das ist der Nummer 5 gewesen, oder? Nein, Nummer 4, das ist Nummer 5 jetzt. Ja. Obwohl das jetzt Nummer 4 geworden ist, auf komische Art und Weise. Was? Ah, okay. Das ist dann die zweite Flasche, oder, die wir bekommen? Ja. Und die dritte? Ja, die dritte bekommen wir einfach geschenkt. Von den Zoras, damit hätten wir alle drei. Normalerweise habe ich das Spiel immer mit den dreien durchgespielt, aber für euch könnten wir natürlich schauen, wo auch das... Nein, ich weiß, wo das vierte ist. Ich will es einfach nur nicht machen, weil es zu stressig für mich ist. Das ist auch die einzige Nebenquest, die ich nie gemacht habe. Aber für euch können wir das natürlich machen. Und zwar, She-Ra, musst du alle großen Geister jagen. Und wenn du drei oder vier Geister gejagt hast, bekommst du von diesem einen Geist in Zukunft Hyrule, du weißt ja, dort, wo diese Schuppen war, bekommst du die letzte Flasche. Wir machen das dann mit She-Ra zusammen. Wie viele haben wir jetzt? 5 oder 6? 6. Haben wir den da vorne jetzt genommen? Ja. Dann ist da oben einer und das müsste dann der letzte sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, sollte. Da ist aber nichts drin, oder? Nein. Wieso sprichst du mit mir? Okay. Hier läuft so ein Pfeil. Wenn wir Glück haben, können wir direkt von hier dorthin gleiten. Ich glaube zwar nicht, dass wir so ein Glück haben werden. So. Das wären dann alle. Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Okay, warum hast du dann welche? Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Boom, die zweite Flasche schlingt. Die sieht aber wirklich aus wie eine Flasche. Die vorhin sah nicht aus wie eine Flasche.
Okay. Da wir schon alle Nebenquests gemacht haben, sollten wir endlich mit der Hauptquest weitermachen, würde ich sagen. Und dafür brauchen wir das Brief. Dass wir dem Wächter hier zeigen müssen. Ah ja, das scheint in der Tat. Es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Hm, gut. Dies ist Link. Er hat den Auftrag, Hyrule von Untergang zu bewahren, Zelda. Ha! Was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du. Kann's passieren, Zwergenheld? Hey, 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 hey! Der scheint überglücklich zu sein. Seine Arbeit macht ihm wohl sehr viel Spaß. Ach, Herr Nachwuchsheld! Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir einen guten Preis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann laufe ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler? Im Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Ich bin jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihn eine Maske zu kaufen, doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine nur, wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann nicht. Hier weg ist mein Job. Okay, boom, boom. Okay, Leute, wir gehen jetzt in Speedgeschwindigkeit nach Hyrule. Nein, Link, du machst alles kaputt. So, ich glaube, das mache ich nicht weiter, weil das irgendwie die Dynamik des Spiels zerstört und ich bin kein Speedrunner, also... Versuchen wir da hinten zu drehen, dass du dann noch schneller wirst. Meinst du das? Ja, aber halt... Aber ich glaube, das geht zu langsam dann. Wir können es natürlich probieren. Weil er ist ja zu lange in der Luft. Ja. Wenn man es aber seitlich macht, springt er ziemlich schnell. Das sieht sehr bescheuert aus. Das ist aber auf jeden Fall das, was die Dinger am meisten lieben. Anscheinend, wenn man größer ist, geht das sogar noch schneller. Mit den erwachsenen Link, der springt anscheinend ziemlich schnell. Hm. Was? Shiras Bemerkung war köstlich. Yeah. Hä? Gegen was ist hier gerade gelaufen? Keine Ahnung. Da war nichts. So. Hallo, willkommen in meinem lustigen Maskenladen. Wir halten mit Masken, die alle Leute Freude bringen. Wer trägt doch gerne in der Motte der Freude? Pass auf, ich leide in der Maske. Du verkaufst sie und gibst mir das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das in deinen Lippen. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst du auch glücklich sein. Vertrauen. Okay. Möchtest du die Fuchsmaske leihen? Na klar.
Oh ja, wir haben die Fuchsmaske, Leute. Jetzt ab nach draußen. Der Typ macht mir wirklich Angst. Oh, du hast die Maske noch nicht verkauft. Vertrau mir, es wird sich mit den Käufern lohnen. Okay. Der Typ ist mir unheimlich. Was sie aber jetzt machen können, falls man es uns überhaupt erlaubt, Fischlins. Hier können wir verfrüht die Minenbombe bekommen. Oh, tut mir leid, wir haben gerade nicht geöffnet, alte Klappe, Alter. Mann, wir hätten es jetzt schon bekommen können. Egal, ich glaube, wenn wir den ersten Dungeon machen, geht das auf jeden Fall. Ja, ja, ja! Ich will das noch nicht mal lesen. Wieso reden die so viel? Ja, wir geben jetzt die Fuchsmaske ab. Dann gehen wir zurück zum Maskenhändler, der mega unheimlich ist. Und als nächstes gibt er uns dann die Mumienmaske, glaube ich. Ich hoffe, ihr seid nicht so gelangweilt, Fischlins, weil es kommen jetzt sehr viele Nebenquests auf euch zu. Jetzt machen wir die Masken-Nebenquests. Leider müssen wir für die vierte Maske die Story weiterspielen. Leider für mich. Natürlich freuen sich wahrscheinlich alle Zuschauer, die lieber die Story sehen wollen. Aber für die Spieler, die wirklich alles so gut es geht, fast 100% spielen wollen. Weil wir geben natürlich unser Bestes, es 100% zu spielen, aber ich bin sicher, wir schaffen es nicht. Ich habe es bis jetzt noch nie geschafft, das Spiel 100% durchzuspielen. Aber 90% auf jeden Fall. Und das möchte ich auch weitergeben an euch. Deshalb könnte es eine Weile dauern, weil... Dummster, ich will jetzt nicht mit dir reden. Ja, könnte eine Weile dauern, Fischlins. So. Ah! Da! Du bist wirklich das... Was? Du denkst wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey! Ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt. Danach, wie wär's, wenn... Würdest du es mir verkaufen? Na klar. Mein Sohn wird sich sehr darüber freuen. Yuppie! Okay, wir haben die Maske für 10 Rubine verkauft, Fischlins. Nein, für 15. Das wäre ein gutes Geschäft. Er sagt zwar, dass sein Sohn das will, aber bis zum Spielende trägt er es, also... Ja. Vielleicht leidet er unter einer Psychose. Dummster, geh weg. Vielleicht leidet er unter einer Psychose und er ist sein eigener Sohn oder so irgendwie. Vielleicht hat er so ein Doppel. Mensch, du machst mich wahnsinnig. Ich bekomme gerade viel mehr Nachrichten, als ich jemals in meinem Leben bekommen habe, weil es ist ja immer so, Fischlins, wenn du eine Aufnahme machst oder wenn du beschäftigt bist, bekommst du plötzlich mehr Nachrichten, als du jemals in deinem Leben gesehen hast. Was machst du denn? Okay, es müsste jetzt Tag werden, sonst flieg ich noch aus. Jo, Fischlins, wir haben was versprochen. Leider
vergesse ich das oft, dass wir bis zum Ende weder grüßen werden noch verabschieden in einem Part. Also werden wir das nicht machen. Leider habe ich wieder gegrüßt vor 3 Parts. Ist nicht cool. So, holen wir uns jetzt unsere nächste Maske. Shira ist heute verdächtig ruhig. Ja, sorry Leute, ich bin heute irgendwie erschöpft von der Schule. Das, die Maske verkauft fantastisch. Da zahlen nun den Preis. 10 Rubine. Bezahlung erhalten. Ich nehme die Schädelmaske. Möchtest du die Schädelmaske leihen? Ja. Okay. So, jetzt gehen wir zum Kokiri-Wald und übergeben das seinem Besitzer.